Wir wissen als Muslime oder als Muslime sollten wir wissen, dass der Muslim Allah über alles lieben soll. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und unter den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben, wie man nur Allah, den allmächtigen Gott, lieben soll. Allah ist kein bestimmter arabischer Gott. Allah ist der Gott aller Menschen. Die Christen in den arabischen Ländern sagen auch Allah. Wie gesagt, dann sagt er weiter, über die Gläubigen, nachdem er gesagt hat, es gibt Menschen, die andere so lieben, wie man Allah lieben soll, und wie soll man Allah lieben, dann sagt er, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind in ihrer Liebe zu Allah stärker. Das heißt, die lieben Allah über alles. Und deswegen, jeder Gläubige soll Allah über alles lieben. Und das ist eine Eigenschaft, die man als Muslim in sich tragen muss. Wir haben drei Motivationsfaktoren. Angst, wenn man etwas Schlechtes gemacht hat. Hoffnung, das heißt, oder wenn man da, oder Angst vielmehr, die Angst ist die Motivation, wenn etwas Schlechtes vor einem steht oder man hat die Möglichkeit, etwas Schlechtes zu tun, dass man davon Abstand nimmt, weil man Angst hat, bestraft zu werden. Wenn man etwas Schlechtes gemacht hat, dann hat man die Hoffnung auf den allmächtigen Gott, dass er einen vergibt. Das heißt, erstmal Angst, dann Hoffnung. Und die innerliche Lage und die vielleicht stärkste Motivation, die der Mensch haben sollte, Gutes zu tun, ist die Liebe zu Allah. Ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Gepriesen sei er. Und der Prophet alayhi salatu wasalam, der sagt dazu, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Drei Eigenschaften, wer die hat, der wird die Süße des Glaubens spüren, schmecken. Und die erste Eigenschaft, die er sagt, ist, أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. Dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles außer diesen beiden. Deswegen, das sollte eine Eigenschaft sein, die wir als Muslime tragen sollten, müssen. Leider wird es viel zu wenig vermittelt. Denn wenn du, es wird vielmehr die Angst vermittelt. Aber von Angst alleine kannst du nicht leben. Widerspricht sich die Liebe zu Allah zu der Angst oder Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott? Nein. Wir sehen, dass wir zum Beispiel Menschen haben, vor denen wir Angst haben, aber die wir auch lieben. Zum Beispiel ein Vater. Wenn man etwas ausgefressen hat, hat man Angst. Vielleicht gibt es ja Ärger, vielleicht gibt es Schimpfe und so weiter. Aber auf der anderen Seite liebt man ihn. Die Angst soll wie eine natürliche Reaktion sein, die dich dazu führt, Abstand zu nehmen von den Sünden. Aber wie gesagt, die Liebe muss vermittelt werden. Das wird leider viel zu wenig den Muslimen vermittelt. Ich habe gestern einen Vortrag darüber gehalten, wie wir unsere Liebe zum allmächtigen Gott verstärken. Erstens, indem wir ihn kennenlernen. Zweitens, indem wir über seine Gnadengaben im Diesseits nachdenken. Drittens, indem wir über seine Gnadengaben im Jenseits nachdenken. Und viertens, indem wir uns mit Menschen aufhalten, die rechtschaffend sind. Das sind vier Arten von Medizin sozusagen, um sein Herz zu stärken für die Liebe zu Gott. Es gibt sicherlich noch andere Arten von Medizin, aber diese vier habe ich gestern erwähnt. Aber was viel wichtiger ist, als dass du den allmächtigen Gott liebst, ist, dass er dich liebt. Weil es könnte sein, dass du Gott liebst, aber dass er dich nicht liebt. Ich habe gestern beispielsweise mit einem christlichen Missionar gesprochen, während der Pause, war ein sehr netter Mensch, muss man sagen, von freikirchlicher Abteilung, und er meinte, dass er glaubt, dass Gott alle Menschen liebt. Alle. Und diese Diskussion kommt des Öfteren auf, dass dann gesagt wird, ja guck mal, bei uns im Christentum, Gott liebt alle Menschen, bei euch liebt er nicht alle Menschen. Erstmal sage ich dazu,
vom Koran her. Ich habe gestern zu ihm gesagt, bei uns ist es so, Gott liebt nicht alle Menschen. Allah liebt nicht die Mu'tadin, nicht die Bukhala und so weiter. Das erwähnt er selber im Koran. Von daher, der Wahrheitsgehalt der Religion ist nicht das Wunschkonzert. Okay, das finde ich aber schöner. Meine Religion ist besser, bei mir muss man nur einmal beten, bei euch muss man fünfmal beten. Meine Religion ist besser, bei uns, wir dürfen Schweinefleisch essen, bei uns, wir dürfen Schweinefleisch essen, ihr nicht. Das ist nicht der Faktor, oder das ist kein Erkennungsmerkmal für die wahre Religion, ob sie leichter ist oder ob es dir besser gefällt. Weil dem anderen gefällt vielleicht das Gegenteil besser. Sondern der Wahrheitsfaktor ist, was kommt von Gott? Wenn Gott sagt, er liebt sie nicht und das ist die Botschaft von Gott, ist das die Wahrheit. Und wenn Gott sagt, er liebt alle Menschen und das kommt tatsächlich von Gott, dann ist das die Wahrheit. Aber, und das ist unsere Meinung, von der Logik her würde ich natürlich einen Christen fragen, wie kommt es, dass Gott Menschen für alle Ewigkeit in die Hölle schickt, Matthäus 10, Vers 27, die er liebt? Liebt Gott Adolf Hitler? Ich meine ja nur, weiß ich, 6 Millionen Juden einfach so umgebracht, Kinder, Frauen, Erwachsene, unschuldige Menschen, alles. Liebt er den? Das ist zu bezweifeln, oder? Dass er den liebt. Schwer zu bezweifeln. Aus unserer Perspektive, wenn jetzt, und das war auch gestern die Antwort von dem Christen, er glaubt aber, dass er für den Menschen das Gute liebt, so sinngemäß. Dann sagen wir, ja, das ist unsere Einstellung. Wir glauben, Allah liebt das Gute für den Menschen. Was heißt nicht, dass er die Taten und die Eigenschaften und das Wesen des einzelnen Menschen, der sich seinen Befehlen widersetzt, der Menschen unterdrückt, etc., liebt. Wie gesagt, vom Koran her, ganz klare Antwort, Gott liebt nicht alle Menschen. Von der Logik her würde ich zumindest sagen, auch ganz logisch, dass Gott nicht alle Menschen liebt. Jetzt von der Bibel her, und es soll kein Christ beleidigt sein, der hier ist, aber ich erwähne das nur, weil das ist meine Perspektive, er kann gerne andere Meinung sein. Wir respektieren die Bibel sehr, wir respektieren das Christentum. Ich glaube, dass diese Religion den Menschen viele Werte vermittelt hat, dass sie vielen Menschen geholfen hat, ein besseres Leben zu führen. Aber ich glaube auch, dass es Dinge gibt dort, die nicht richtig sind und deswegen, dass es nicht die einzige Wahrheit ist, die zu Gott führt. Oder dass es nicht den absoluten Wahrheitsgehalt hat, der zu Gott führt, sondern dass die absolute Wahrheit im Islam zu finden ist. In der Bibel selber, und der Yusuf Estes hat das mal gesagt, der früher ein christlicher Missionar war, er hat gesagt, zwischen Koran und Bibel gibt es keinen einzigen Widerspruch, außer in den Punkten, wo die Bibel sich selber widerspricht. Beispielsweise Trinitätslehre, da finden wir Verse wie Johannes, dass man glaubt, dass Jesus Gott ist. Dann fragen wir, weiß Gott alles? Und sagt jeder, ja. Oder sagt hier jemand, Gott weiß nicht alles? Also wer an Gott glaubt, Atheist, natürlich ist was anderes. Oder, okay, spricht Gott die Wahrheit? Glaubt einer, dass Gott lügt? Nein, okay. Wenn also Jesus der inkarnierte Gott ist und er wird gefragt nach einer Sache, dann sagt er die Wahrheit, oder? Dann lesen wir in Markus 13, Vers 32, dass er gefragt wird, wann der jüngste Tag ist. Dann sagt er, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer? Gott. Und das zeigt uns für uns ganz klar, dass dies eine explizite Stelle ist, die im Widerspruch zur christlichen Trinitätslehre steht. Andere Beispiele. Jetzt gehen wir zurück, weil wir wollen nicht zu weit ausholen, gehen wir zurück zu diesem einen Beispiel, was wir genannt haben, die Liebe. Wir finden, wenn von Christen gesagt wird, Gott liebt bedingungslos den Menschen, dann dürfen wir keine Stelle in der Bibel finden, wo steht, dass Gott eine Bedingung an die Liebe zu einem Menschen stellt. In Hohelieder sehen wir, dass Gott sagt, er liebt den, der mit der Weisheit lebt. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus sagt, Gott hat Zuneigung zu mir, zu euch, weil ihr Zuneigung zu mir habt, sinngemäß. Das heißt, hier wird eine Bedingung gestellt. Es ist also ein Widerspruch zu der These, dass Gott alle Menschen liebt.
Das dazu erstmal, nur um diesen Punkt zu nennen. Wir sagen, wie gesagt, wichtiger als deine Liebe zu Gott ist, dass Gott dich liebt. Und Gott sagt ganz klar im Koran, und zwar in Surat al-Kahf, sagt er ganz klar, dass es Menschen gibt, die denken, sie tun gute Dinge, die eventuell denken, sie sind auf dem richtigen Weg, aber sie sind auf dem Holzweg. Was sagt er? Kul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala. Soll ich euch von denen berichten, deren Taten am verlorensten sind, deren Taten verloren gegangen sind? Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, dessen Bemühungen im Diesseits ins Nichts gegangen sind. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Und was? وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Und die glauben, dass sie Gutes tun. Das heißt, die glauben, sie tun Gutes, aber ihre Taten gehen verloren. Wir haben diese Leute. Wir sehen heute so viele Menschen. Schau dich um. Kein Mensch wird sagen, ich bin auf dem Holzweg. Und es gibt Menschen unter Muslimen, die sagen, wir sind gute Muslime. Und sie beten beispielsweise zu anderem außer Gott. Wir sehen Muslime, die blaue Augen irgendwo hängen haben. Hier, schützt mich. Wenn er denkt, das Auge selber schützt ihn, ist es großer Schirk. Wenn er denkt, durch das Auge schützt ihn Gott, ist es kleiner Schirk. Es sind alles Sachen, die haram sind. Wir sehen Leute, die von Toten Hilfe erbitten. Die sagen, oh du Sohn, so schenke mir ein Kind. Die zu einem Grab gehen, schlachten für einen Toten. Und der Prophet ﷺ sagt, Allah verflucht den, der für einen anderen ein Opfer macht. Wir sehen es unter Leuten, die sich Muslime nennen. Dann sehen wir Leute, die sich Christen nennen, die auch sagen, wir lieben Gott. Wir lieben Gott. Und aus unserer Perspektive, aus unserer islamischen Perspektive, ist derjenige, der einen anderen neben Gott anbetet, im Jenseits verloren. Im Jenseits verloren. Aber er sagt, er liebt Gott. Aber aus unserer Perspektive wird ihm diese Liebe nichts bringen, wenn er nicht das tut, was Gott von ihm verlangt. Wenn er die größte Sünde macht, nämlich jemandem Gott beigesellen, zu sagen, es gibt einen, zum Beispiel Trinität, dass Jesus Gott ist, ist für uns eine falsche Lehre, die ins Verderben führt.